Ein Hallo und ein herzlich willkommen zurück zu Hyrule Warriors. Im heutigen Part suchen wir die Ranele-Schlucht auf. Und dafür benutzen wir den neuen Charakter namens Lana. Die ist Stufe 10 übrigens. Und ist angeblich hier auch ziemlich gut geeignet für. Gut, Zauberbuch des Geistes. Ein Angriff von 80. Dann wollen wir mal gucken, wie es denn hier zu sich geht. Aber erst eine kleine Story wieder mal, denke ich. The leader of the resistance in Farron Woods was a young sorceress named Lana. She was of the same clan as Sia, who had summoned the monsters to Hyrule. Lana had been fighting Sia's army since it arrived. Sia now sought to complete the Triforce and use it to conquer Hyrule. Link and Impa decided to join forces with Lana to prevent further tragedy. Although the monsters of Farron Woods had been defeated, Sia still controlled most of Hyrule. Every day, more creatures appeared and swarmed the land. Link and Impa fought on against the darkness, sorely missing Zelda's leadership. Only one solution remained: stem the tide of monsters by closing the Gate of Souls. The heroes headed to the Valley of Seers to put an end to the bloodshed. So. Oh, das sieht auf jeden Fall schon mal sehr groß aus. Wow, darauf kann ich mich auf jeden Fall freuen. Die Schlachtfeld, was wollt ihr da sagen? Hylianische Truppen, Link, Sheik, Impa, Hauptmann. Wir haben zwei Hauptmänner. Shia, Folger ist dabei. Oh, okay. Nimbus Garden, ziemlich viele. Fick dich. Und Torwächter. Und... wie viele Hauptquartiere gibt es? Ich will mich ein bisschen mal hier mehr vorbereiten. 9 Stück. Gut. Dann wollen wir doch mal die Schlacht beginnen. Ja. Yeah. Sieht übrigens sehr schön hier aus. Ranele-Schlucht. Link, großer Held. Ich möchte sehen, finde den Weg durch dieses finstere Tal. So, was haben wir denn hier? Wir können mit Seiten werfen. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr schön. Und das nicht zu schwach. Sia ist oben auf den Ruins. Besiegen wir sie, um ihre Heimsuchung ein Ende zu bereiten. So. Ja, Bücher. Ganz viele Bücher. Jeder mag Bücher. So, neue Mission. Erobere die beiden Festungen. Gut, dann machen wir es diesmal ein bisschen anders. Wir kümmern uns nicht um die anderen hier, sondern kümmern uns direkt um unser Ziel. Denn wir haben ja immerhin... zwar Zeit, aber... ja. Übrigens finde ich es ziemlich interessant, wie die läuft. Einfach so, hey, ich bin ein hübsches Mädchen. Aua. Ja, aber... sie scheint ziemlich stark zu sein. Sheik, ich habe meine eigenen Pläne. Was? Ich muss doch hier noch die Burg einerobern. Oder ist sie... ist sie schon... oh, die Burg ist da oben. Hoffe ich auf jeden Fall. Nee, warte. Hä? Die Burg ist hier. Mann! Erbärmliche kleinen Würmer. Ich werde viel Spaß mit euch haben. Ja? Hoffe ich auch. Was war... was ist das denn für ein Angriff? Woo! So, wen haben wir hier? Oh, nicht diese Augenstatuen. Stahlzyklop greift an. Übrigens, Stahlzyklopen sind... Steinstatuen, die dich mit einem mächtigen Energiestrahl angreifen. Sie sind außergewöhnlich zäh. Gewöhnliche Angriffe können bei ihnen nichts anhaben. Um sie zu besiegen, musst du etwas finden, wo sie gegen sie empfindlich sind. Wo ist denn eine? Da hinten. Das war sowas vom Pferd zu sehen. Übrigens ist jetzt gerade ziemlich viel los, wenig los, ne? Okay, dann können wir einfach mal... komm mal her, ich will jetzt lieber nichts riskieren. Komm, ich schau uns jetzt mal hier rein und teste mal den A-Angriff. Oh Mann, der ist ja gar nicht mal so toll. Hätte ich mir jetzt besser vorgestellt. Aber okay, macht nichts. So, Kommandant ist da. Das ist gut. Oh Gott, ey, das ist eine hässliche Statue. Und wir kriegen sogar eine Kiste. Oh, einer. Hier, du bewachst hier alles. Das ist sehr interessant. Und wir kriegen wohl ein neues Item. Was wird das bloß sein? Eine geheimnisvolle Waffe.
Ich gucke in die Kamera, als wenn ich gerade einen Orgasmus kriege. Warum auch immer. So, Festung 1 gehört uns. Keine Zeit verlieren. Schnell, weiter zur Festung im Osten. Ja, ich bin dabei, Proxy. Auch wenn ich nicht weiß, wo du bist. Hier, kriegt ihr mal Pommen. Ja, aber die springt dabei, das ist cool. Springen! Hui! Weißt du, fallen! Los, Bomben! Das war ein Befehl! Nimbus gerade besiegt. Okay. Oh Gott! Oh Gott! Alter! Wow! Nicht lustig. So. Oh Mann, jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Soll ich jetzt... er ist einfach zu stark. Okay, ich kümmere mich erstmal um Folger. Das ist jetzt aus einer Sicht her für mich... Scheiß Stein. Herzen und SP voll. Ja, aber Folger ist gerade hier wichtiger. Nein, Impa! Ja, ich bin dabei. Ja! Yeah. Auch wenn der Angriff einfach nur schlecht ist, aber... Wow, der macht doch mehr Schaden. Er geht auch außenrum, das ist sehr gut. Aua. Das tut doch weh. Ich kann es nur Mädchen schlagen. Lass mal wieder das Schema rausfinden. Alter! Na, was machst du jetzt? Oh Mann, der Folger ist echt eine Nummer stark. Alter, der übertreibt doch gar nicht! Okay, ich sollte lieber ein bisschen heilen, bevor ich gleich sterbe. Alter! Okay, ich gehe lieber zur zweiten Festung. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen, auch wenn... So. Ich muss irgendwas machen. Aber der ist einfach zu stark gerade. So. Ich hoffe, der eine ist tot. Den Rest müsst ihr leider selber machen. Tut mir echt leid, aber ich habe keine Kraft mehr dafür. Alter, ich bin gleich tot. Obwohl, Moment mal. Was ist das? WTF! Du übertreibst doch gar nicht! So, extra nur für dich, Folger. So, einfach mal gucken, dass wir irgendwie Angriff kriegen. So, komm. Auch wenn du ziemlich... Aua. Stark bist und mich gleich getötet hast, bestimmt. Oh Mann. Vor allem, er hat einfach mal so mega kurz diese Verteidigungszeit. Also diese Angriffszeit. Aber in der Zeit kann man einfach nicht angreifen. Aua, 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 aua. Stirb. Oh Gott, ey. Danke. Alter. Das war jetzt aber gerade echt knapp. Erobert die beiden Festungen. Ist unsere Festung wieder weg? Ne, die Festung im Süden. Fuck off. Ich war unachtsam. Diesen Fehler werde ich nicht noch einmal... Ja. Zieh dich zurück, du Arsch. So, wir sollten jetzt am besten die beiden Festungen übernehmen. Wir haben sich erst große Rede schwingen und dann... Ja. War auf jeden Fall ziemlich, hart ist der Kampf. Wir sind fast gestorben, ey. So. Übrigens interessant. Na, ich kümmere mich schon um den Osten. Kümmere du dich mal um die Südburg. So. Aber mir fehlt auf jeden Fall der Angriff. Was haben wir denn noch für Angriffe? Oh. Wir haben Seitenregen. Und Blitze. Ja, Blitze sind cool. So, Impa kommt. Das ist gut. Können wir auf jeden Fall gleich mal die Zeit nehmen. So, Impa. Ich glaube, den Rest schaffst du hier selber, ne? Ich hoffe es mal. So, Festungskommandant kannst du wohl besiegen. Ich muss leider... Oh, jetzt haben sie die Westruine doch erobert, Mann. Ich wollte gerade zurückgehen und die wieder zurückerobern. Weil einfach, ja, einfach nicht, ja, nicht mehr unser ist. So, kann ich irgendwie einen Sprungangriff machen? Ja, stirb, du Arschloch!
Ist einfach nicht übertrieben, was ich mache. Bogen ab. Okay. So. Die Festung im Osten ist eigentlich unter unserer Kontrolle. Sehr gut. Hm? So, machen wir einfach mal so. Ich mag diesen Angriff gerade übrigens, ne? Auch wenn er irgendwie eine gewisse lähme Wirkung hat, aber der ist cool. So, jetzt können wir die Ruine stürmen. Vor allem, es kommt immer bei Link, ne? Das Bild von Link kommt und dann Proxy halt. Und die labert dich einfach zu. Aber sie stört nicht. Das ist auch vielleicht ein Grund, warum ich Link nicht wähle. Da kommen wir nicht durch. Ah, du hast meine Bomben vergessen. Um vorbeizukommen, musst du die Attacke beseitigen. Normale Angriffe zeigen keine Wirkung, also lass dir was anderes einfallen. Oh Gott, das hält nur kurz, ne? Okay, müssen wir irgendwas anderes. Vielleicht... Den hier? Da glaube ich aber weniger. Stirb! Oh Mann. Der Spezialist wurde beim Hauptquartier gesichtet. Oh! Ja, ich bin unterwegs. Aber ich nehme mir die Bomben mit. So. Geleite ihn zu den Ruinen im Osten. Wo ist er denn jetzt? Ja, guck mal! Jetzt rennen sie auch alle wie die Behinderten dahin, ey! Oh, hier ist noch mehr. Wo ist er denn jetzt? Ich muss ihn nur finden. Oh Gott, ey. Ja, ich bin dabei. So, wo ist er? Achtung, feindliche Truppen nehmen Kurs auf unsere Spezialisten. Das bin doch nur ich. Wo bist du? Hallo, Spezialist. Na, wo seid ihr? Kommt her. Ich schütze den Typen hier, denn er ist mein Ritter in der Not. Oh Gott, der rennt einfach weg. Alter. Einfach mal gar nicht übertrieben schnell. Hallo. So, ein bisschen Power-Up. Dass mir auch hier niemand in den Weg kommt. Mann, lass mich in Ruhe. Ja, das gefällt. Wow, das ist cool. Das ist echt gut. So, ihr wollt mein Zuhause nicht betreten? Die Truppen des Bösen richten Westung dein Hauptquartier vor. Ach Gott. Ey, jetzt muss ich wieder auf zwei Sachen gleichzeitig achten. So, ich beschütze jetzt erstmal den hier, dass er zur Brücke kann. Ich komme mit den Feinden im Westen zurecht. Nutzt die Zeit, um die Brücke zu senken. Wo ist denn der Typ jetzt hin? Warum das alles? Ja, warum das alles? Frage ich mich auch gerade. Alter, was war das denn jetzt wieder? Und vor allem... Mann, geht mal aus dem Weg. Oh, jetzt habe ich ihn die falsche... Nee, ich habe ihn in die richtige Richtung. Gut. Lasst ihn in Ruhe! Zieh das an! Gott, was ist das denn? Alter, ach, das ist da! Elender Spasti! Schwarze Ritter! Die einfach mal megamäßig Rubine spawnen. Und Material erhalten. Vor allem, irgendwo muss hier auch der Spezialist sein. Upsala, das wollte ich eigentlich gar nicht. Jawohl, 33 K.O. Ja. Na du? Oh komm, du bist jetzt nicht echt stehen geblieben, um den Kleinen hier zu kümmern, ne? Da. Noch mehr Bomben. Bomben machen glücklich. Alles, was böse ist, wird weggesprengt. So hieß es auch in den Anime, den ich letztens mit TK geguckt habe. Böses muss weggesprengt werden. Alter, WTF. Wo ist der Typ jetzt? Weißt du, ne? Er ist ein Spezialist. Er soll die Brücke sprengen. Ich soll ihn zum Osten bringen, aber irgendwie... Ja, Hilfe. Ich kann nichts machen. Ich muss hier mich um den kümmern. Und du, hör auf, immer stehen zu bleiben. Geh weiter. Und da dreht er um. Hör auf damit. Der Hyrule Warpman wurde von der Nimbusburg vertrieben. Oh je. Mehr geht nicht. Ja, ist egal. Ich darf einfach nur nicht Hauptstelle verlieren. So, Spezialist, wenn du da ankommst, dann gehe ich rüber und beschütze den Westen auf jeden Fall erstmal. So, die ist erfolgreich. Höchste Gefahr. Ja, da wollte ich gerade hin. Na, ich muss erstmal ein bisschen was retten.
Hier spricht die hylianische Spezialtrupp. Die Brücke ist gesenkt. Wir ziehen uns zurück. Ja, und ich muss mal kurz da hinten hin. Die Brücke gibt uns endlich Zugang zu den Ruinen. Ja, aber das ist gerade egal. Alter, was ist denn hier los? Ja, ich merk's schon. Nicht mit mir. So langsam komme ich auch wirklich in das Gefühl des Spiels rein. So, ein 40er. So, ja, nee, nicht ganz. Ich gebe die jetzt nicht her. So. Dann hat die Nimbus gerade besiegt. Nein! Ach komm! Ich hasse euch dafür! Ich bin sauer! Mann! Der Part ist schon fast wieder vorbei. So, aber es macht nichts. Da sind Rohstoffe. Rohstoffe, Rohstoffe. Ich sollte vielleicht auch alles mitnehmen, was ich hier finde. Weil das könnte vielleicht wichtig sein. Weißt du, Fallen? Ich sollte mal die Kamera ein bisschen aufs Spielgeschehen hauen. Es könnte ja sein, dass man irgendwas Wichtiges hier sieht. So. Die gehört jetzt wieder uns. Ihr dreckigen Schweine. Und irgendwo ist ein Skutula aufgetaucht. Bomben-Upgrade. Hier noch ein bisschen hier in Bombe, dass ihr mich in Ruhe lasst. So, und da hinten ist jemand. Wer ist denn bloß das da hinten? Alter, die Bucke hat jetzt auch den schon. BTF. Nicht mit mir! Upsala. Wie ich einfach mal für den Spezialangriff für einen einsetze. So. Danke. Hallo, Sheik! Willkommen hier irgendwo beim Hilfetrupp. Ach Gott, jetzt muss ich außen rum gehen. So. Material, hier war auch noch irgendwas. Jetzt will ich auch... Komm, die Zeit haben wir jetzt. Wir sollen zwar zum Ziel aufbrechen, aber ich will wissen, was mit der Skutula ist. So. Und die Musik wird irgendwie leiser. Warum wird die Musik leiser? Da, guck mal, was, da, was haben wir denn da? Hallo? Deswegen wurde die Musik... Ah, okay, ist ein akustisches Signal auch dabei. Wie praktisch ist das denn? Das sollten wir uns vielleicht zum Vorteil benutzen. So, diese Festung müssen wir kurz erobern. Nichts gegen euch, Jungs. Ihr seht eigentlich, ich finde die roten Kobold eigentlich voll cool, aber... Ja, keine Ahnung. Irgendwie müssen sie ja weg. Sind hier ohne Qual gerade. So. Okay, das ist gut. Dann ziehen sie sich wenigstens zurück. So, Westheiligenturm der Göttin. Ist nicht irgendwie eine Kamera-Rücksteuerung? So. Bomben! Bomben, alles muss weggesprengt werden. Boah! Bomben! Bomben! Immer mehr Bomben! Jeder mag Bomben! Weißt du, man kann einfach... Zack! So. Ich muss aber jetzt kurz mal ein bisschen hier was machen. Weil irgendwie... Upsala! Obwohl, ich glaube, das reicht für die West. Oder? Ja, doch, da kommt er schon. Auf jeden Fall gereicht. So. Stirb. Danke. Jetzt will ich einmal kurz in den Süden gehen. Ich habe meine Gründe. Denn ich sehe gerade da unten, habe ich ein kleines Problem. Da sind ziemlich viele Rote an meiner Hauptfestung. Und dann beenden wir den Part erstmal. Ich will nicht schon wieder sowas haben, dass irgendwie die Grundfestung, wie zum Beispiel im letzten Part beim Dekobaum, einfach down geht. So. Sehr schön. Das kann ich nicht nochmal gebrauchen. Vor allem ziehen die so langsam Richtung meiner Festung hin. Und das will ich nicht. Und ihr versteht, was ich meine. So, genau da hinten. Vor allem ist der Spezialist dabei. Ach man, hier droht auch alles zu fallen. So. Ein bisschen vorankommen. Yeah!
so. Ach, herrje. So, Nimbus gerade ist besiegt. Das ist wichtig. Die anderen können sie selber machen. Hoffe ich auf jeden Fall. Ah, es gefällt mir auf jeden Fall mit der zu spielen. Mir gefällt ihr Angriff. Das ist cool. So. Jetzt will ich noch wenigstens die Westruinen beschützen. Oh Gott, das sieht gefährlich aus. Nee, ey. Geht bloß weg. Oh Gott, nein. Noch haben wir ein bisschen KP, aber das reicht. So, boom. Alles in die Luft sprengen. So. Upsala. Das ich drücke immer die falschen Tasten, dann darf nicht wahr sein. So, willst du sterben? Danke. So. Puck ist sicher, ne? Sehr schön. Gut, da ist noch ein bisschen was zum Schützen. Und dann werden wir im nächsten Part. Im nächsten Part kann ich. Ah, ich kann nicht die Kamera so hinter mir machen. Cool. Okay. Gut zu wissen. Werden wir im nächsten Part. Werden wir so frei sein. Und da über die Brücke gehen. Da hinten. Ich würde es erstmal sagen, Leute. Danke, dass ihr hier wieder reingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal erstmal. Und nun ja. Ich finde, hier ist ein guter Standpunkt. Bis zum nächsten Mal erstmal. Danke fürs Reinschalten und Mazalavista, Baby.